willkommen zu diesem Video. Ja, diesmal aus meinem Auto. Und ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Morgens um 16:45 Uhr. So, ein kleiner Statusbericht von mir. Mein Motorrad habe ich gestern in die Werkstatt gebracht. Heute ist der 12.01. Denn er gibt neue Reifen. Ja, nach über 16.000 Kilometern sind sie auch mal auf. Ja, warum habe ich so eine hohe Laufleistung auf meinen Reifen? Es sind Tourenreifen, die halten ein bisschen länger als Sportreifen. Und außerdem lasse ich mir die Felgen neu lackieren. Ja, da blättert teilweise der Lack ab. Ja, ist schon was älter. Und die Felgen werden wieder schwarz. Aber nicht schwarz matt wie original, diesmal schwarz glänzend. Ja, momentan läuft so ein bisschen Winter-Content. Das habe ich alles im Urlaub aufgenommen. Habt ihr ja gesehen. Weil bei den Temperaturen, ja, aktuell haben wir 5,5 Grad, ist es mir ein bisschen zu kalt. Beziehungsweise an dem Wochenende, wo ich Zeit habe, ist es wirklich zu frostig. Entweder es regnet oder es ist glatt. Und da hat man nicht wirklich Lust zu fahren. Ich habe keine Lust, mich auf die Fresse zu legen. Oder nass zu werden. Bei mir privat hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich habe einen neuen Job seit 1.1. Und bis jetzt gefällt er mir besser als mein alter Job. Aber der Weg ist weiter. Egal, das hier ist ein Diesel. Verbrauch ist nicht so höher und außerdem lohnt es sich dann auch mal wieder Motorrad zu fahren bis dahin, weil da wird der Motor wieder gescheit warm. Öl gewechselt habe ich auch, habt ihr ja gesehen. Dass so Mitte, Ende Februar endlich mal die Temperaturen stabil sind im höheren Plusbereich und dann auch mal ein bisschen trockener bleibt. Dann gibt es wieder frische Videos auf meinem Motorrad von mir. Ja, der nächste Urlaub ist auch schon geplant. Jetzt geht der nach Schottland. Reisebeginn ist Ende Mai und wird sich bis über die Mitte Juni hinziehen.
Deutschland. Boah. Ja, jetzt komm schon. Ja, wie ich sowas hasse, wenn ich gerade Gas gegeben habe und der nächste zieht dann auch vor mir raus. Erwähnen, dass das ein Niederländer war. Oh, habe ich doch. Na, nichts gegen die Niederländer. Anscheinend. Ja, was hat sich sonst noch so getan? Ich habe die Hebel vorne bei meinem Motorrad gewechselt, also neuer Bremshebel, neuer Kupplungshebel. Die habe ich mir von Motea gekauft, bei eBay. Die sind jetzt nicht mehr so silberchrom, ich glaube, das konnte man nicht mehr chrom nennen. Die sind jetzt schwarz-matt mit einem roten Einstellhebel. Ciao.